So, moin zusammen. Ja, wie ihr seht, habe ich da mal ein bisschen was vorbereitet. Heute geht es darum, die Dachbox nach hinten setzen, weil der Stromverbrauch ist doch ein bisschen viel. Und ja, ausräumen ist klar. Diese eingewinterten Sachen, Kaffeemaschine, Strom habe ich jetzt noch gefunden hier, also ausgebaut, muss ja oben auch noch rein, ein Verteiler, Kochplatte und Kochgeschirr und so weiter und so fort. Das muss alles wieder rein, weil, wie ihr seht, die Sonne ist wieder da, Frostgefahr ist vorbei. Ja, dann nehme ich euch jetzt mal mit, da könnt ihr auch mal sehen, was also in so einer Dachbox ist. Gut, als erstes holen wir einmal Schlüssel. Wo ist er? Da ist er. Ich habe mich natürlich ein bisschen warm angezogen, weil trotz Sonne, es ist noch kalt. Es ist noch kalt. So. Mal gucken, nicht, dass wir hier irgendwo anlenken. Räumen wir mal einzeln leer. Da haben wir einmal 220 Volt Verlängerungskabel. Mit Vierfachsteckdose. Kommt beim Kabel auf mit bei. Dann haben wir Verlängerungskabel 16 Ampere mit Adapter auf 32 Ampere. Abschleppseil, nicht zu vergessen. Man weiß ja nie, wofür man Abschleppseil braucht, ne? Dann graben wir mal die Klappstühle aus. Nächster Adapter. Schuko auf Campingstecker, 16 Ampere und auf 32 für die Wolby to go. Klappstuhl. Ne, hier muss ich gleich hin. Lichter doof. Hier. Dann von Kabel Solutions den Adapter für Norwegen. Einphasig 32 Ampere. Zack, da unten mit bei. Dann auch wieder von Kabel Solutions. Wichtigsten Adapter für mich finde ich Typ 2 auf Schuko. Camping auf Schuko. Hat sich alles ansammelt hier. Camping auf Dreifach-Schuko. Schuko auf Camping. Meine Güte, kann die Hälfte bald hier liegen. Das war mal ein Bastelexperiment. Kann auch im Müll wandern. Dann Typ 2 Ladekabel. Nächster Campingstuhl. So, dazu habe ich hier hinten noch einen passenden Tisch. Voilà. Na. So.
einmal Ladegerät. Auch nicht fehlen darf, Heizlüfter. Wenn man Strom hat, kann man den ganz gut benutzen. Auch aus Norwegen. Kalte Nächte im Krafter. So. Toilettenoberteil. Upsala, Stufe vergessen. Und das Unterteil. Hey. So, jetzt ist die Dachbox leer. Jetzt mache ich die Schrauben los, setze das Ding nach hinten und dann räumen wir wieder alles ein. Ich freue mich schon. Irgendwann kommt ja auch ein Dachzelt drauf. Da muss ich den ganzen Kladdatsch unten lassen. Aber jetzt geht's wieder ans Einräumen. Ja, wie machen wir das denn?
fangen wir mal die Toilette wieder an. Dann würde ich sagen, Tisch. Sogar. Heizlüfter. Die Wall be to go. Hier ist jetzt noch Platz für das Abschleppseil. Sitzt das nicht auch fest? Dann kommt der Stromverteiler. Zwei Ladekabel wieder rein. Brauche ich ja persönlich nicht, aber wenn mal einer Hilfe braucht. So, die Kabellage erstmal an der Seite. Der ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Hier hin. Kleiner Adapter.
Da hinten in der Ecke noch Platz. Den erwische, der das Kabel aufgewickelt hat hier. Letzte Verlängerungskabel. Jetzt fehlen nur noch die Stühle, ne? Und dann kommt der spannende Augenblick. Das Kabel bleibt hier. Krieg das Ding zu. Wie Koffer packen. Stramm wie Hule. So, ganz wichtig, Schlüssel immer wieder reinlegen. Ist auch ein bisschen warm geworden. So kann man gut ran, sich hier an Reifen stellen und dann halt auch leer machen etc. Jetzt kommt der nächste Teil, die Kaffeemaschine. Kabeltasche, jetzt mal eben kurz einander. Böse LAN-Kabel hier weg tun. So.
Kaffeemaschine. Wichtig ist aus. Muss ja nicht heizen, wenn wir es noch nicht brauchen, ne? Ja. So, Platz geschaffen für die Kochecke. Nochmal Frischwasser. Tank. Komm, kann man nicht. Oh, passt hier oben noch schön bei. Einkaufstüten kann man nie genug haben. So, hier Ceranfeld, Müllsäcke, Kaffee. Könnte ich übrigens mal eben in eine Maschine kippen. Ne, Duschu, Espresso gibt es immer bei mir. Ein anderes mit Warmduscher. So. Was ist denn das? Irgendwo hakt die Mistsau. Nicht hinten rein. Hinten ist übrigens die Mikrowelle drin. So. Thank you.
Ja, guck, passt doch. Kochutensilien, Putzlappen, alles hier rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8, 9, 10 Kisten Bier kriege ich auf jeden Fall immer noch mit. Ja, ich würde sagen, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal. Dann erfahrt ihr mehr über dieses verrückte Auto hier. Also, bis dann. Tschüss.